Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Zu volle Kanne, anderthalb Stunden Service und Unterhaltung wie immer live aus Düsseldorf. Und wir starten direkt mit diesen Themen in den Mittwochvormittag. Oh, und mitten sind wir in Brandenburg. Einen wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Und die Augen strahlen. Du hast es noch nicht gesehen. Ich habe es gar nicht gesehen. Es ist immer so lustig, wenn man es denn so anschaut. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wenn dann alles fertig ist, wenn die Musik drauf ist. Und dann hast du jemals mit einer Münze entschieden, wie dein Weg sich entwickelt? Nee, aber nach dem Film habe ich wirklich drüber nachgedacht. Mhm. Weil wie einfach wäre das? Einfach nur hochschmeißen und dann entscheidet. Aber das kann ich nicht. Ich bin auch so ein Bauchmensch. Das ist bei mir ganz, ganz schlimm. Ja, darüber sprechen wir gleich intensiver. Ja. Was Bauchmensch angeht und was Entscheidung in deiner großartigen Karriere auch angeht. Danke. Herzkino, endlich mal wieder im ZDF und so ein bisschen auch eine vorweihnachtliche Stimmung, weil ein Märchen liegt zugrunde. Bist du ein Gebrüder Grimm-Fan gewesen schon immer? Also natürlich kenne ich die Märchen, aber ich glaube, ich habe mich noch nie so richtig mit beschäftigt. Wir haben sie alle vorgelesen bekommen, haben alle damit irgendwie unsere Zeit verbracht, aber ich habe ja noch nie so festgestellt, wie böse die eigentlich sind. Mhm. Also wenn mir das vorgelesen wurde, war alles gut. Weil am Ende war ja Happy End. Das war ja, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch. Auch ein harter Satz. Ne? Mhm. Und, aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wenn irgendwie die Großmutter vom Wolf gefressen wird und dann wird er aufgeschnitten. Also mir hat es nicht geschadet, aber... Ja, man interpretiert dann heutzutage die Geschichte ein bisschen jetzt anders. Jetzt guckt man sich das ganz anders an. Jetzt ist das natürlich bei Sterntaler eine Geschichte so ähnlich wie St. Martin. Da ist ein junges Mädchen, was ihr letztes Hemd gibt und dann am Ende belohnt wird mit vielen, vielen Goldtalern. Da sehen wir das Bild, das habt ihr auch übernommen. Aber sonst ist das natürlich ein sehr modernes Gewand, ne, fürs Herzkino. Ja, man muss ja auch sagen, ich glaube, Sterntaler ist das kürzeste Märchen überhaupt. Ich weiß nicht, wie lange. Und wir haben wirklich, glaube ich, also ich habe mir noch nicht gesehen, aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir einen ganz tollen 90 Minuten daraus gemacht haben. Mit allem drum und dran. Ja, mit Happy End. Da steckt, und Goldtaler. Ja, da steckt viel drin. Und wir gucken später auch intensiver nochmal rein. Schön. Jetzt habt ihr in Brandenburg gedreht, habt die Zeit in der Pandemie auch optimal nutzen können, hattet aber, mal abgesehen vom Hygienekonzept, mit was ganz anderem zu kämpfen, nämlich mit Mücken. Wo und kamen die denn alle her? Also diesen Sommer muss irgendwie, ich weiß nicht, war der Winter zu schwach, sagt man es nicht mal, entweder der Winter zu schwach oder es war wirklich, es ging richtig ab, aber wir hatten eine wahnsinnig schöne Location. Also vielleicht sieht man das dann nochmal. Wir hatten ein sehr, sehr schönes Haus, was aber von beiden Seiten eben Wasser hatte. Und dann zu einer bestimmten Uhrzeit kamen alle Mücken. Und das waren richtig aggressive Mücken, dass wir wirklich so einen riesen Flatschen hatten. Hm. Und dann gab es natürlich, da musste man sich schützen. Wie man sieht, Sterntaler, ich habe die Sternjacke an. Und die Stimmung war auch gerade so komisch. Und wir gucken irgendwie gerade so ein bisschen, die Nele und ich. Ja, da haben sie uns einfach geschützt, damit wir nicht im Gesicht, dann gibt es so einen Anschlussfehler, nennt man das. Mhm. Wenn ich auf einmal hier so einen Boppel habe, sieht es ja auch nicht so schön aus. Und es juckt auch, das ist unangenehm. Ich habe Glück gehabt. Gab es irgendeine Prophylaxe? Also ich kenne das noch von Reisen nach Afrika, wo man dann gesagt hat, Malaria-Prophylaxe, so jetzt erstmal Gin Tonic für alle. Wie war es bei euch? Habe ich versucht, haben sie irgendwie nicht gemacht. Wir haben wirklich nur, ich glaube, jede Art von Mückenspray bekommen, wo ich am Anfang auch mitgemacht habe. Irgendwann habe ich es nicht mehr gemacht, weil alle um mich herum haben so nach Anti-Mückenspray gerochen. Das hat wirklich gereicht. Also ich habe nichts mehr gemacht. Also hättest du Stiftung Warentest dann nebenbei auch noch mal machen können? Hätten wir wirklich machen können. Ich habe auch einen Favoriten, das sage ich jetzt aber nicht. Okay, wir wollen nicht zu werblich werden. Aber Teebaum hilft auch und das ist ja markenfrei in dem Fall. Stimmt. Zuschauerfragen gerne per E-Mail, per Facebook einklinken. Ich weiß, viele Fans sind draußen und viele Menschen, die dich gerne sehen und dementsprechend ihre Fragen haben. Wir gucken mal, wie wir im Privaten damit umgehen, weil ich weiß, privat bist du sehr verschlossen und das respektieren wir natürlich auch. So, schön, dass du da bist. Jetzt kommen wir zum Top-Thema. Das RKI meldet aktuell über 52.000 Neuinfektionen an einem Tag, so viel wie noch nie. Und mehrere Bundesländer haben bereits 2G-Regeln eingeführt, das haben Sie ja auch in den Nachrichten noch mitbekommen. Ja, und da sorgt natürlich die aktuelle Frage, geimpft oder nicht, für jede Menge Sprengkraft in der Gesellschaft. Ja, die Diskussion um die Corona-Impfung, die wird verbittert und schon längst nicht mehr nur sachlich geführt. Und meine Kollegin Sibylle Bassler, die hat Impfbefürworter und Impfskeptiker getroffen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihre Sichtweisen zu hören. Ja, absolut. Ja, also wir sind gerade mitten im Thema noch drin. Darf man das, war die große Frage. Ja, die sind top organisiert. Also von daher erstmal hier die Zelte abgebrochen, dort natürlich alles aufgebaut. Er wird dort frei arbeiten und die Kinder sind noch in dem Alter, wo sie noch nicht schulpflichtig sind. Aber brauchst du nicht eine Meldeadresse?
Musst du nicht irgendwie deine Post irgendwo, ist es nicht so typisch, dass man die Post irgendwo... Also ich finde, so gut, wie sie das organisiert haben, wird das alles laufen. Da mache ich mir bei der Familie keinen Kopf. Das stimmt. Auf große Reise zu gehen, ist das ein Thema für dich? Hast du mit dem Gedanken mal gespielt? Also Reisen, ich meine, allein in meinem Beruf ist es schon so toll, weil ich werde es öfter gefragt und ich finde das wirklich, da habe ich so ein großes Geschenk, dass ich so viel rumreisen darf und auch einfach Menschen ganz anders kennenlernen darf. Auch mit Habitat for Humanity. Also du lernst es ganz, ganz anders kennen. Und ich habe auch immer gesagt, ich würde total gerne, nicht im Wohnwagen, aber ich wollte früher immer mal Australien, Neuseeland so diese Reise machen. Und die hätte ich, glaube ich, früher mit einem Rucksack gemacht. Jetzt ist es, glaube ich, eher so ein Rollkoffer und dann geht man so in andere Hotels. Ich glaube, so ganz packe ich es auch nicht mehr. Oder viele haben sich ja dann immer ein Auto dann gekauft, ne? Ganz am Anfang am Flughafen und dann fahren sie so rum. Ja, ich glaube, Max Giesinger, der gestern da war, der war ja auch nach... Der hat es noch gemacht. Ne? Der ist ja noch viel, viel jünger. Der genau, der ist ja noch 33, ja, nicht so wie wir, Mitte 40. Da macht man das nicht mehr. Genau. Nee, aber der hat dann auch natürlich vor Ort gearbeitet, als Straßenmusiker auch. Also toll. ein spannender Lebens. Wir machen dann Granny Mam oder so. Genau, wir sind einfach sind dann über so durchgebucht. In den schönen Hotels. Genau, das machen wir. Wir gucken mal auf das Berufliche. Und wie gesagt, ich würde es gerne vorher nur einmal ganz kurz klären. Ja. Also Privatleben bleibt privat, weil du schlechte Erfahrungen gemacht hast? Oder? Nein, das klingt immer so hart. Ich meine, die Menschen denken irgendwie, ich spreche nicht über mein Privatleben, ich spreche ja. Und ich mache ja wirklich, wenn ich vor der Kamera bin, sieht der Mensch, wie ich weine, wie ich mich freue. Man sieht so viel von mir. Mhm. Und es gibt einfach so Punkte, die ich bei mir im Herzen habe. Und das muss irgendwie kein anderer wissen, aber sonst gebe ich ja alles preis, alles, meine ganzen Gefühle, Emotionen, alles. Und ich glaube, das reicht doch irgendwie. Und das auch. Private ist dann zu schützen. Deswegen gucken wir auf die Vielfalt deiner Rollen und auf deine Wandlungsfähigkeit. Wir haben hier reingepackt, mein lieber Kollege Mieti hat es gemacht. Und wir gucken mal auf die schauspielerischen Stationen von Alexandra Nädel. Viele sind drin, einige nicht. Und über die reden wir gleich noch. Sensationell. Super schön zusammengeschnitten, Dankeschön. Genau, das war Julia Tschackert, muss man dazu sagen. Die Stimme von Mieti war mir noch im Kopf. Also von daher war es eine Teamarbeit. Vielfältig, vielseitig. Da ist so viel drin. Also ist ja schon schön, wenn man das mal wieder sieht. Ne? Aber ist dir das bewusst, auch mit diesen ganzen historischen Stoffen? Ich habe gestern Die fremde Frau noch mal kurz mir ein bisschen gestern angeschaut. Das lief bei Sat.1 damals. Das war ja auch ein Wahnsinnsprojekt, was ihr da gestemmt habt. Ja, das hat auch. Also das war wirklich, ich meine, Wanderwoche muss man jetzt auch mal ansprechen. Ja. Ne? Das war auch ein Wahnsinnsprojekt. Ja. Und wenn ich jetzt die Rebellen sehe, ist auch, also ich habe irgendwie, ich habe schon tolle Sachen gemacht. Und dann heißt immer, ich spiele das Gleiche. Das stimmt überhaupt nicht. Ich habe wirklich so viel. Wer sagt denn das? Na, das. Okay, der oder eine oder die oder. Das habe ich schon mal gehört. Okay, wir sagen es nicht, weil ich finde die Range einfach unglaublich. Und die Frage dann auch, wie entscheidest du tatsächlich? Also, weil wir haben ja Zuschauerreaktionen noch von Jörg, der sagt, Mensch, verliebt in Berlin, sehr gute Schauspielerin, damals immer gesehen und durch die Serie immer besser geworden und hübscher, liegt wohl nicht nur am Alter. Oh, ja. Also es ist die Mischung aus Lebenserfahrung und tatsächlich auch die Angebote, über die du dann dich weiterentwickelt hast. Ja, und da sind wir wieder, eingangs haben wir, glaube ich, das Bauchthema gehabt. Ne? Mhm. Es ist wirklich, ich bin ein totaler Bauchmensch und das klingt immer so komisch, aber ich beschreibe das immer damit, wenn ich ein Drehbuch bekomme, dann liest du dir das durch und wenn ich einfach dranbleibe und es durchlese, weiß ich, das möchte ich spielen. Aber wenn ich so, ach, ich mache mir mal einen Kaffee oder ich gehe mal was zu essen holen oder irgendwas, wenn ich abgelenkt bin oder mich ablenken lasse, dann ist es nichts für mich. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach wahnsinniges Glück. Da sind wir wieder, ich bin Glückskind, ja, bin ich wirklich. Weil wenn ich überlege, ich habe einfach die tollsten Angebote bekommen. Mhm. Und gerade mit Verliebt in Berlin, ich meine, da haben wir was ganz, 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 ganz Besonderes gemacht. Und das hat so viel Spaß gemacht, das kann sich keiner vorstellen. Das war einfach wirklich ein Geschenk. Und das war eine verrückte Zeit damals auch, wenn man das überlegt. Ja. Weil es musste noch so viel geheim gehalten werden. Und auch diese Metamorphose vom, was ja heute in den sozialen Medien irgendwie schon fast selbstverständlich ist. Ja. Dass es immer dieses Bewerten von außen und diese Wandlung, die Menschen durchmachen, man weiß es. Aber diese Serie ging so ans Herz. Die war aber so die Wandlung, ne? Ist immer so lustig gesagt, was hatte ich an? Ich hatte ein Fettsuit, ja. So eine Halbperücke, Zahnspange, da wurde ganz, wir haben sogar zwei Folgen gedreht, einmal mit Zahnspange, also zwei Varianten, mit Zahnspange und ohne Zahnspange, weil zuerst haben sie sich nicht getraut. Warum? Ob ich das, weiß oder nicht. Hast du gesagt, komm, mach mal noch ich mehr. Ich finde das super, ich finde mit der Zahnspange fand ich wirklich toll. Das Einzige, was ich wirklich noch machen wollte, war so ein Propf in die Nase, damit ich so ein bisschen schief aussehe, weil ich sowieso bin, aber egal. Und das fand ich nicht so ein schönes Gefühl, weil das hätte mich mehr eingeengt. Ja, ja. Und dann die Brille. Die ist jetzt wieder Kult. Ne? Ich meine, also jetzt kann man die perfekt tragen. Und ich muss auch wirklich gestehen, ich war ungeschminkt. Mhm. Das war auch noch was ganz Großes. Und ich habe wirklich, ich habe alle Sachen noch bei mir, ne? Im Keller.
Ich habe den Fettschuh, ich habe alles. Hast du alles nicht geschenkt einen Altar bekommen oder so gebaut? Sondern nee, ich habe es in so einer ganz großen pinken Box bekommen und da liegt es auch drin. Und das Hochzeitskleid vom Ende auch. Guck mal, super. Als Erinnerung dann noch. Ja. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite hattest du irgendwann mal erzählt, es war so schön, auch unsichtbar in der Gesellschaft mal zu sein. Weil wir dann doch in unserem Beruf ja immer mal wieder durch die Optik, durch die Stimme erkannt werden. Und dieses Anonyme hast du sehr genossen damals, oder? Ja, das war am Anfang wirklich, das war spannend. Wir haben gedreht und ich wurde halt nicht angesprochen. Also so gar nicht. Und es, wie jetzt gerade gesagt, es war ja gar nicht so viel, aber trotzdem, man wurde nicht. Und vielleicht ist das auch so ein Punkt, ich meine, dieses Verkleiden ist in der Hinsicht ja auch für einen Schauspieler einfach, du schlüpfst in die Rolle rein. Ich bin da reingegangen und es war meine Rolle. Ich habe spielen können und habe vielleicht nicht gedacht, oh, sehe ich jetzt gut aus und sitzt das Haar und habe ich da eine Falte oder irgendwas, sondern ich habe einfach nur gespielt. Es war einfach perfekt, so wie es war. Und das ist einfach, das war, glaube ich, auch wirklich dieses Riesengeschenk, was ich meine. Und gleichzeitig ist es auch so toll, einfach ein Gefühl für andere Menschen zu bekommen und die anders zu sehen. Weil nicht jeder Scheinwerfer geht auf so viele Menschen. Und dementsprechend geht man vielleicht auch mit Menschen jetzt mittlerweile anders um, oder? Dass dir die Augen anders geöffnet haben. Ja, na, ich glaube, ich war noch nie so. Und ich glaube, dass bei mir ist auch so gut mit diesen sozialen Netzwerken, was du gerade angesprochen hast. Ich werde immer gerüffelt, dass bei mir bei meinem Instagram-Profil nicht so viel passiert. Ich weiß immer nicht, was ich da posten soll. Also ich habe heute noch nicht gepostet, dass ich hier bin. Das tut mir leid. Ich glaube, das letzte Mal war 2019. Hey, du hast ein anderes Mitteilungsbedürfnis. Ja, genau. Das verstehen wir definitiv. Wir sammeln noch weiter Zuschauerfragen per E-Mail, per Facebook. Sehr gerne einklinken. Geben wir an Alex dann gleich im Laufe der Sendung noch weiter. Genieß die Zeit hier bei uns. Wie ist dein Bad zu Hause eingerichtet? Eher groß, geräumig, farbenfroh oder eher schlicht, zurückhaltend? Nee, schlicht, zurückhaltend. Immer okay. Die gleiche Handtuchfarbe und alles sehr aufgeräumt. Und ich habe natürlich nicht viele Cremes. Und die sind alle versteckt. Also es darf nicht so rumstehen, das mache ich gar nicht. Also du brauchst Ruhe, klare Farben und Entspanntheit. Weil das ist ein großes Thema, ne? Bäder neu zu gestalten, haben ja viele getan in der, ja, im ersten Shutdown und hatten die Zeit genossen, zu Hause alles umzudekorieren. Ja. Birke und ihre drei Töchter nehmen sich jetzt die Zeit. Die möchten ihr Badezimmer umgestalten. Der Wille ist da, kreative Ideen bringt sie auch schon mit. Und unsere Designexpertin Ann-Kathrin Otto, die setzt noch einen oben drauf. Oh, ich bin gespannt. Also wir sind begeistert, du vor allem auch von der Birke. Ja, die Birke fand ich, das habe ich leider verpasst, hat sie wirklich alles selber raufgemalt. Naja, Ann-Kathrin ist Theatermalerin, also sie bemalt auch riesen Containerschiffe und so, also Respekt vor ihrer Arbeitsleistung, definitiv. Ist sie denn noch da? Sie hört es draußen. Stimmt. So, lass uns über ein anderes Projekt sprechen. Wir haben es vorhin kurz gesehen, Habitat for Humanity heißt es. Also ihr seid weltweit unterwegs, aber auch in Deutschland und helft Menschen, ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Ja, da hast du genau das gesagt. Also wir sind einfach, also die haben sich zur Aufgabe gemacht, dass wirklich jeder auf der Welt es einfach verdient hat, ein Dach über dem Kopf zu haben. Und das ist überhaupt nicht so selbstverständlich. Und wir sind früher, also habe ich immer mehr so nach... Also in die Welt rausgeschaut, ich war in Nepal, Südafrika und jetzt war ich vor ein paar Monaten hier gleich ums Eck. Und dann, es ist immer so schlimm, jetzt bricht mir schon wieder die Stimme weg, war ich war im Ahrtal und das war also unbeschreiblich, weil es ist wirklich um die Ecke. Man kann es einfach, ich war auch nur da, um mir ein Bild zu machen, damit man eben drüber sprechen kann, damit man die Leute nicht vergisst. Und das ist so wichtig. Ich konnte da nichts machen. Mhm. Überhaupt nicht. Ich war nur da und habe es mir angeschaut. Habitat hat da so einen Werkzeugverleih gemacht, sodass eben jeder da hinkommen kann und kann sich Werkzeuge ausleihen. Ich weiß, dass immer noch Trockenmaschinen fehlen. Also alles, was man eben braucht. Mhm. Ich bin da durchgelaufen und sie waren sehr, sehr weit schon. Und diese Dynamik, die da herrscht, ist auch wirklich im Chapeau, wie sie das alle meistern. Und, wir haben ein Bild, hast du uns auch mitgebracht. Also wir haben hier natürlich bei uns auch immer wieder gezeigt, wie die Menschen sich gegenseitig helfen. Das ist wiederum jetzt aber ein Haus von einer Familie, was noch nicht hundertprozentig aufgebaut wurde? Oder? Nee, noch nicht. Und was man da einfach so ganz gut sieht, unten steht 2016, da war der Wasserstand, da oben 2021. Und ich stehe da, also ich bin jetzt nicht gerade groß, aber das ist also wirklich... Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie hoch das Wasser war. Und wenn man eben durch die Straßen läuft, siehst du ganz vereinzelt Keller, erste EGs. Also da, die sind alle schon ausgeräumt. Das haben wir schon geschafft. Müllberge ohne Ende. Aber es geht ja darum, das wissen wahrscheinlich viele, das Trocknen braucht Zeit und Wärme. Und das ist genau das, was wir gerade überhaupt nicht haben. Und wir können uns jetzt alle schön einkuscheln, Tee trinken und die Vorweihnachtszeit genießen und ein bisschen schmücken. Mhm. Und das ist noch gar nicht Thema bei denen einfach. Und das ist schade, wirklich schade. Also nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch natürlich in Nordrhein-Westfalen und auch zum Teil, ich war vor kurzem in Sachsen, die waren auch betroffen. Mhm. Darüber wird in den Medien kaum drüber gesprochen. Aber also wir können alle noch tun,
ja, was wir tun können, helfen, genau, und für die Menschen da sein. Und sag mir in einem Satz nur ganz kurz, das heißt, Verleih von Arbeitsutensilien ist das eine, aber das andere ist, ihr packt auch richtig mit an, sodass dieses Dach tatsächlich auch drauf, ja, kommt. Ja, also das machen wir so woanders, da habe ich eben mit Häuser gebaut, aber hier ist das eher nicht. Ich glaube, das ist auch, hat auch sehr viel mit Bürokratie zu tun und natürlich, also ob ich da jetzt helfen kann, das glaube ich nicht. Es wird eben unterstützt, es wird Hilfe angeboten, es fehlen wahnsinnig viele Handwerker, muss man auch sagen, das ist einfach so. Und es wird einfach unterstützend gearbeitet. Wenn natürlich irgendjemand gebraucht wird, es wird vermittelt, das auf jeden Fall, das wird gemacht. Aber ich habe selber unten kein Haus entkernt. Das, also Habitat for Humanity, das Projekt, was du unterstützt, was viele unterstützen, das Aktionsbündnis, was wir hier immer wieder haben, gibt es natürlich auch. Also wie gesagt, all die Menschen draußen, denen wir helfen können, wir vergessen alle nicht. Das, ja, wollen wir noch mal so festhalten. Genau. Gucken jetzt schnell zu Armin Rossmeier, weil du hast eben gesagt, wir haben hier einen reich gedeckten Tisch, kümmern uns jetzt kurz mal ums Mittagessen. Und heute hat Armin für uns ein asiatisches Gericht vorbereitet. Sehr lecker. Guten Morgen, liebe Zuschauer. Heute gehen wir mal ein klein wenig in die asiatische Bar in der Klinik. Ja, es ist eine lange, lange Zeit und wir haben gestern aber mit der Klinik noch mal gesprochen. Den Zwillingen, denen geht es gut. Sie haben die Intensivstation verlassen und sind auf der normalen Frühgeborenenstation. Und wir wünschen der Familie jetzt natürlich alles, alles Gute für diesen doch sehr besonderen und schweren Start in dieses neue Leben. Auch Alex. Eine Herzgeschichte, ne? Ja. Ja, man sieht es und das Herz geht auf. Apropos Herzkino, am Sonntag, 20.15 Uhr hier im ZDF. Gundi hat den Film schon gesehen, Die Sterntaler des Glücks. Ja. Hat sie, und? Ja, sie hat gesagt, bestimmt nur was Positives, sehr gut, habt ihr bestimmt noch reingenommen. Was heißt nur? Na, du, solche Goldstücke würde ich auch mal gerne auffangen. Waren die denn schwer? Nein, aber es waren ein paar. Und, also die waren nicht richtig schwer. Ich habe schon gesagt, man muss ja ein bisschen aufpassen, weil das kannst ja schön ins Gesicht bekommen. Aber es ging alles gut. Und wir haben es ein paar Mal gedreht. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Gut, und die Requisite hat auch alle danach wieder eingesammelt, ne? Ja, das war dann immer sehr viel zu tun gehabt. Gundi sagt auch, was man für Geschichten erfindet. Der Film ist sehr sehenswert. Oh, vielen Dank. Dann teilen wir den jetzt mal mit den anderen Zuschauerinnen und Zuschauern und gucken mal rein. 20.15 am Sonntag bereits schon in der Mediathek zu sehen, Die Sterntaler des Glücks. Stern, ich gehe in die nächste Stadt und suche mir einen Job. Pavillon, ich fahre nach Herzfeld. Den Glückstaler hat Katja einst von ihrem Vater geschenkt bekommen. Der hatte ihn damals in Herzfeld gefunden. Pavillon. Herzfeld, ich komme. Von Verzagtheit keine Spur. Obwohl Restauratorin Katja eigentlich vor dem Nichts steht. Ihren Job hat sie gekündigt, um ihre Eltern zu pflegen. Nun sind beide verstorben. Verlobt hatten sie sich hier in diesem Pavillon. Also, das ist wirklich eine Schande, was Sie da vorhaben. Aber bitte? Dass man den Pavillon abreißt. Wo ja so vielen Menschen hier so viel bedeutet. Der Pavillon soll abgerissen werden? Och, jetzt tun Sie doch nicht so, als ob Sie nicht mit unserem Bürgermeister unter einer Decke stecken. Schämen Sie sich was. Ja, von mir sollen Sie machen, was Sie wollen. Katja will der Sache auf den Grund gehen. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche den Bürgermeister. Herrn Alvarez. Ja, ich muss sowieso in die Richtung. Ich zeige Ihnen den Weg. Oh, das wäre sehr nett. Vielen Dank. Gerne. Immobilienmaklerin Luise und Katja mögen sich auf Anhieb. Nein, ich bin nur auf der Durchreise. Ich wollte mir den Pavillon hier anschauen. Naja, und da ich ja keine Wohnung habe und auch keinen Job, bin ich quasi frei. Also habe ich mir gedacht, jetzt oder nie. Ernüchterung im Rathaus. Der Sternenpavillon hat schon eine ganze Weile vor sich hingemodert, bevor ich hier Bürgermeister geworden bin. Naja. Und jetzt? Ja, ist ja akut einsturzgefährdet. Und da eine Restauration zu teuer wäre, müssen wir ihn abreißen lassen. Das ist doch keine Lösung. Was soll ich machen? Die Gemeindekasse ist leer. Katja bietet dem Bürgermeister an, den Pavillon wieder instand zu setzen. Wohnen kann sie so lange bei Luise. Sie machen es also tatsächlich. Sie retten unsere Liebeslaube. Aua! Oh, das sieht nicht gut aus. Nun, Kratzer, ich bin nur... Ich bringe Sie zum Arzt. Danke. Zum smarten Landarzt Thomas, Luises Nachbar, in den Luise unglücklich verliebt ist. Frau Sterner, dann wollen wir uns mal Ihre Hand anschauen. Sind Sie nicht Luises neue Mitbewohnerin? Ja, das bin ich. Thomas Heldmann, freut mich, Sie kennenzulernen. Obwohl die Umstände auch für Sie natürlich weniger schön sind. Freut mich auch. Darf ich mal sehen? Natürlich. Herr Körner hat mich gebeten, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um Ihre Hand zu retten. Ich glaube, ein Pflaster reicht. Das glaube ich auch. Na, wenn es da mal nicht knistert.
Nee, da knistert es nicht. Die kennen sich auch nicht. Die haben sich vorher noch nie gesehen bei Dreharbeiten. Noch nie gesehen. Das können wir aber verraten. Beide Männer schon gesehen bei ganz tollen anderen Filmprojekten. Ja, genau. Den Kai Schumann bei Der Minister und den Bert Tischendorf bei Der Wanderhure. Guck mal, also von daher war das ein entspanntes Aufspielen wieder neu, genau. Oder? So, jetzt gehen wir nochmal in die Geschichte rein. Also du wirst dich in ihn natürlich verlieben und die Freundin ist außen vor. Schade. Ja, das ist jetzt wirklich hart gesagt. Ja, das kann man auch verraten schon, ne? Ist ja auch schon in der Mediathek. Ich glaube, es ist offensichtlich, oder? Ja, das stimmt. Ja, sie erzählt mir wirklich davon, von diesem Mann, von dem tollen Nachbarn. Ja, und dann lerne ich ihn auch kennen. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass der Nachbar ist. Und dann habe ich es natürlich doch sehr, sehr schnell rausbekommen. Und das ist dann schon ein bisschen schwierig, was man da macht. Aber sie hat ihn mir freigegeben. Ja, also diese Gewissenskonflikte sind in Märchen auch drin. Also das ist nicht nur der Alltag, der diese Geschichten schreibt, sondern genau. Auch die Märchen, die modernen. Also in der Mediathek schon zu sehen. Es ist auf der anderen Seite aber auch ein Blick letztendlich rein in diese Märchenwelt, die uns in gewisser Weise auch umtreibt. Aber bist du jemand, der beim Drehbuchlesen bei so einer Geschichte sagt, so, da ist eine Restaurateurin, die schneidet sich in die Hand und hat keine Handschuhe, schreiben wir erstmal alles um. Nein, da bin ich wirklich ganz schlimm und da werde ich echt gehasst für. Machst du nicht? Oder doch, wie? Doch. Ich bin da wirklich, ich bin so ein Typ, ich möchte immer, weil das heißt immer, ach, das fällt nicht auf. Doch, es fällt auf, weil der Zuschauer, der muss in die Geschichte so eintauchen. Und wenn da irgendeine Unstimmigkeit ist, dann stört es. Also so ist es bei mir immer, wenn da irgendwas doof ist. Und da war es wirklich der Punkt, wo ich gedacht habe, eine Restauratorin schneidet sich einen Finger, musste ich mit irgendwas, und dann haben wir zum Glück diese klapprige Gartenschere gefunden. Und haben es damit gemacht und haben auch nur so einen kleinen Cut gemacht, weil ich muss ja dann weiterarbeiten. Hm. Und ich muss ihn natürlich kennenlernen, deswegen brauche ich auch einen Handschuh und diese ganzen Geschichten. Aber es ist für mich immer ganz wichtig, es muss für mich stimmig sein, sonst kann ich das auch nicht spielen, weil sonst holpert das dann irgendwie bei mir auch. Weil wenn ich das nicht spielen kann, dann macht mein Körper immer zu und dann geht's nicht. Wo du zwischendrin dann doch Kaffee trinken willst und das willst du natürlich bei so einem Herzensprojekt dann auch nicht machen. viele Zuschauer fragen immer nach diesen Momenten, man ist am Set, wir wissen alle, da sind 1000 Leute drumherum und dann gibt es diesen Kussmoment. Gibt es so einen klassischen Blick, den du dann rausholst, weil der Moment an sich ist ja überhaupt nicht romantisch. Wie, dass er mich küsst? Nee, aber so ein du hast doch bestimmt auch so klassische Blicke, die du dann immer abrufst mittlerweile, oder? Ja, du bist ja dann einfach in der Rolle und dann guckt man sich an und dann guckt der andere dich an und es ist ein Zusammenspiel. Und das Küssen kann ich immer nur sagen, es war dann, kam ja vielleicht zu einem Kuss, also wenn es zu einem Kuss gekommen wäre, dann wird halt gedreht und dann ist vielleicht noch so eine Kamera die ganze Zeit um dich rum und du hörst das Team und dann irgendwann denkst du dir so nach zwei Minuten, wann hören wir eigentlich auf? Und da muss man schon selber lachen, aber man denkt, nein, man muss ja irgendwie auf das Stopp hören. Hm. Und so haben wir es dann auch gemacht und das war schon eine sehr lustige Situation. Ja, das ist, wenn halt du alle anderen hörst und die sind immer um dich rum. Nee, du musst die Magie spielen, die ja eigentlich total in dem Moment 0,0 da ist. Du kannst aber auch vergessen werden, weil es gibt immer verschiedene Einstellungen und dann ist eine ein bisschen totaler und du bist halt oben im Pavillon und die anderen sind unten und dann kann man noch mal vergessen werden und du hörst, dass die schon alle normal reden und ach, wir drehen gar nicht mehr. Okay, gut, danke. Aber dann hast du alles richtig gemacht und der Kollege oder die Kollegin dann auch. Ihr wart im Moment. So, sag mal mit den Komparsen. Ihr hattet Leute von vor Ort aus Brandenburg, die mitgespielt haben. Ja. Zum einen, war der Hund auch ein Komparse aus dem Dorf oder war das ein Filmhund? Nee, das war ein Filmhund. Und da muss ich am Anfang auch mal sagen, da war ich ein bisschen skeptisch, weil er sah schon so, ja, aber irgendwie habe ich gedacht, ich habe mir so einen Streuner vorgestellt, aber es ist natürlich, der Hund, den sieht ja auch nicht jeder. Und der war einfach toll, der war wirklich mega. Also er mochte mich natürlich sehr gerne, weil ich hatte Würstchen und verschiedene andere kleine Sachen, die mochte er sehr, er mochte das aber auch Koke. Das hast du einfach gemacht. Ja, aber er mochte mich, glaube ich, auch. Okay, aber der Kontakt ist jetzt nach den Dreharbeiten abgebrochen. Andersrum zu den Menschen in Brandenburg. Es ist ja eine unglaublich schöne Gegend, in der ihr gedreht habt. Wunderschön. War es einfach zu drehen? Waren das touristische Hotspots oder war das eher das Brandenburg, so wie wir es kennen? Es war das Brandenburg, wie wir es kennen. Und vielleicht wird es jetzt zum Touristen-Hotspot. Was das Einzige, was wir hatten, das war so eine so eine Badestelle. Mhm. Was natürlich fürs Team toll war, weil die konnten in der Mittagspause, weil wir hatten bombastisches Wetter, konnten die ins Wasser springen. Toll. Ich durfte es leider nicht, weil man hat ja doch ein bisschen Maske gehabt. Mhm. Aber das war wirklich wahnsinnig schön. Manchmal wurde es vielleicht ein bisschen lauter, aber es ging, es war alles gut. Aber willst du uns verraten, wo man hinfahren kann? Ich weiß nicht mehr, wie es Bestensee heißt. War, glaube ich, ein Ort. Ich habe es einmal verdrängt, damit ich das schöne Dörfchen schütze. Okay, wir schützen jetzt das Dörfchen. Wir halten das jetzt mal so fest und gehen über diese Lücke hinweg. Alterslos, oder? Das Ding haben wir gesehen. Joe Gallagher, also von nur daher. Nur ein bisschen graue Haare, ne? Das war's. Ja gut, aber warum ist es bei uns Frauen dann doch immer noch mal ein anderes Thema? Das ist jetzt gerade so. Graue Haare haben wir nicht. Doch, haben wir. Haben wir auch. Und wir altern auch in Würde. Ist auch lustig, weil ganz viele natürlich, wenn sie dich sehen, sagen, oh, es gab diese Zeit, verliebt in Berlin, es gab die
so viele Serien, die wir mit dir geschaut haben. Und irgendwie hast du dich auf der einen Seite total verändert, aber bist dir auch irgendwie gleich geblieben. Wie nimmst du denn das wahr, diese Bewertung von außen und gleichzeitig so ja, älter werden einfach? Ich glaube, vielleicht ist das ein Grund, warum ich nicht bei Instagram bin, weil ich krieg's gar nicht mit. Also jetzt, wenn ich so ein Feedback bekomme, und da bin ich mir sehr sicher, dass da nur positives Feedback ist. Nee, ist auch Kritik da. Ja? Da ist Kritik da, tatsächlich, von einer Zuschauerin. Nee, von Stefan sogar, von einem Mann, der sagt, ich finde, Alexandra sieht nicht so toll aus, weil sie so viel abgenommen hat. Oh. Aber hast du gar nicht, weil du bist so, glaube ich, seit 15 Jahren mittlerweile so schlank. Genau. Ja. Also ich hatte immer so ein bisschen, wie nennt man das, Babyspeck, ne? Ich hatte immer im Gesicht mehr. Hier, ne? So diese Böckchen habe ich auch. Das ist doch gut. Und das ist bei mir irgendwann weg gewesen, aber das war schon die ganze Zeit. Das war eigentlich bei Verliebt in Berlin. Da hat mir nämlich ein Problem, dass ich am Anfang mehr hatte und dann immer dünner und dann schlackerte der Fettsuit immer. Aber das ist schon von der, über 10 Jahre. Also deshalb. Aber am Ende, du guckst in den Spiegel, guckst gerne in den Spiegel und hast ja eine 1000 Düsschen, hast du schon erzählt, von daher alles gut. Und die grauen Haare, ich habe genau hier so ein Nest immer, was mich total nervt, weil ich nicht immer färben will, aber ja. Jetzt sind sie gerade weg. Alles gut. Oh, liebe Grüße von Marian übrigens. Der hat dich damals gefahren bei Verliebt in Berlin. Marian, liebe Grüße. Dankeschön. Also, die alten Kollegen von damals melden sich. Wir sprechen gleich noch ZDF über Caveman auch. Genau. Und gucken jetzt aber auf das Thema Medizin und würdevoll altern. Denn im dritten Teil unserer Serie auf der Suche nach der ewigen Jugend geht es heute nämlich um die Frage, was wir selbst tun können, um unsere eigene Alterung zu beeinflussen. Ja, unser Reporter Falko Schuster, der hat sich wieder mal mit Wissenschaftlerinnen dazu ausgetauscht. Absolut. Und es bleibt so hängen, wie beschäftigt man sich mit dem Älterwerden? Hast du da deine Denkmodelle? Ach, das ist jetzt so. Ja, das ist so. Ich hoffe, dass ich entspannt bin, aber das kann ich dir gar nicht sagen. Weil das ist natürlich dieser Druck von außen, was wir auch gerade gesagt haben. Und das ist einfach, ich weiß es nicht. Ich bin jetzt noch entspannt, ich hoffe, ich bleibe es. Und dass wir einfach viel, viel natürlicher damit umgehen. Und natürlich versuchen wir, gesund uns zu ernähren und viel Wasser zu trinken, viel zu schlafen. Aber es ist... Es sind die Gene und ich glaube auch mit dem Lächeln, wenn du mit dem Lächeln durch die Welt gehst, ist auch nochmal alles viel, viel einfacher. Wir hatten gestern das Thema auch Resilienz und wie natürlich ein Umfeld ist. Das Gene ist natürlich das eine Thema, da guckst du natürlich in deine Familie rein, aber eben auch, wie du das Leben annimmst und wie du zum Beispiel auch Stolpersteine nimmst. Wie bist du da aufgestellt? Ich versuche es wirklich positiv zu nehmen. Ich gucke auch eigentlich, ich bin kein Mensch, der zurückguckt. Ich versuche wirklich nach vorne zu schauen. Und manchmal ist es nicht einfach und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe Glück gehabt. Es gab jetzt noch nicht so viele Sachen, aber es gibt so viele Dinge, die dann vielleicht doch waren. Und man muss einfach versuchen dadurch, weil wenn man, es ist nicht immer einfach, auf gar keinen Fall, aber man schafft es, hoffentlich. Ja, aber auch in der aktuellen Situation. Also wenn du dir die Nachrichtenlage anschaust, bist du jemand, der sich dann in den Details vertieft und denkt, okay, was wird jetzt geändert? Wie komme ich damit klar? Stresst dich das? Oder wie? Mich stresst es total. Also ich kam schon letztes Weihnachten nicht damit klar, wer jetzt am Tisch sitzen darf und wer nicht. Wie viele Menschen und 1,5 und jetzt habe ich eigentlich gehofft, dass wir das entspannter angehen können und ich glaube das jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich merke auch, das habe ich dir von erzählt, dass ich jetzt wieder anfange, mir immer die Hände zu desinfizieren, dass ich gerade also auch wirklich wieder ein bisschen verrückter werde. Naja, ich würde nicht sagen verrückter, sondern man wird dann einfach wieder genauer und man hatte so eine gewisse Lebensfreude. Also wir haben ja von über die Dreharbeiten auch gesprochen, wo halt so eine gewisse Normalität dann da war. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut und die Situation, in der wir uns jetzt aktuell bewegen, auch im Hinblick auf die Entscheidungen, die morgen getroffen werden, dann sind es halt einfach die Hygienemaßnahmen, die die Basics darstellen, die ja gar nicht schlimm sind. Das stimmt. In dem Fall, die man im Alltag umsetzen kann. Also von daher Hände waschen, also desinfizieren. Hände waschen, ja, aber ich meine... Absolut normal. Ja, Alex, du bist völlig normal. Alles gut. Danke. So, wir gucken jetzt mal nach Gelsenkirchen. Und zwar gibt es da gleich dreifachen Löwennachwuchs in der Zoom-Erlebniswelt. Also lange, lange gab es das nicht. Und schauen Sie sich dieses Bild an, da wollen wir die bewegten Bilder auch sehen. Ach, wie toll, wir haben gerade festgehalten. Also auch bei den Tieren gab es mehr Zeit zum Kuscheln für den Nachwuchs. So, nochmal eine ganz kurze Frage zu Verliebt in Berlin. Peggy will wissen, Reunion, gibt es da irgendwelche Planungen? Es gibt leider keine Planung, aber ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Wäre ja eigentlich gar nicht so schlecht, Sex in the City. Ich möchte jetzt nicht damit vergleichen, aber man könnte ja auch eine Lisa Plenske jetzt auch einfach mal ein bisschen älter, kommt wieder,
vielleicht nicht in die Modebranche oder versucht sich, gibt dann die Probleme. Also, lieber Markus, kannst du ja mal überlegen. Da wird geschrieben dann schon hinter den Kulissen. So, liebe Grüße von vielen, vielen Fans. Wir haben nochmal recherchiert, weil wir wollen Ihnen das eigentlich, ehrlich gesagt, nicht vorenthalten. Wir haben die Orte. Ich habe es versucht. Ich wusste es natürlich. Angefangen wurde in Potsdam gedreht, das haben wir nochmal recherchiert. Und Blankensee ist dieser See gewesen, wo ihr auch baden wart, also in der Nähe von Trebin und im Wildenbruch. Und Lüno bei Roskow sind die Orte, wo der Film tatsächlich spielt. Und am Sonntag dann live zu sehen. Ja, im ZDF, 20:15. Ja, und ansonsten gucken Sie in der Mediathek. Wetter wird ja ein bisschen schöner am Wochenende. Machen Sie tolle Ausflüge. So, stimmt. Ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe auf ein baldes Wiedersehen. Und 23.12. gehen wir mal in Caveman, oder? Ins Kino. Ja, dann geht ihr ins Kino. Ja, gucken wir uns den Film mit Moritz an und dir unter anderem. Schön, dass du da bist, Alex. Dankeschön. Schönes Frühstück und wir sehen uns tatsächlich am Freitag wieder. Freuen wir uns sehr auf Sie. Morgen fallen wir aus. Sie wissen, wir gucken in den Bundestag, wie die Entscheidungen fallen. Also schönen Tag Ihnen morgen hier im ZDF. Bis Freitag dann. Danke. Tschüss.